lassen sich gerade ein bisschen Zeit. Man farmt da so ein bisschen Charge jetzt. Blizzard kommt raus. Da sind einige drin. Wenn die noch immer eingefroren werden, da ist Mike von rechts. Die müssen wir nur finishen. Müssen wir sehen, dass der Ramattra steht. Lucio reingesprungen. Was ist denn da passiert? Chiro killt das war ganz trotzdem noch. Da kommen ganz wenig HP davon. Die Kills, die kommen durch. Aber sind die Frankfurter, die hier die Oberhand gewinnen werden. Da kann Sterbung gegen Kills machen, wie du willst. Sind schöne Headshots. Mehr ist hier aber auf jeden Fall nicht mehr. Ja, jetzt ist ein bisschen spät, durch die Pisen sind Lüche kommen aus. Oh, Predator, der Charge kurz und so einfach mal um. Komplett wasted die May hier aus dem Fight genommen. Jetzt ist sie sterben ungern. Setzt er mal gegen. Shirox sofort down. Frankfurt will mit der Rampage irgendwie noch was erreichen. Den Charge kriegt er nochmal ins Gesicht. Du wirst einiges denyen können, aber es ist einfach nicht genug. Auf dem Bogen müsste man trotzdem gehen. Haben wir Puls. Oh, guck mal, da mal eine. Was? Haben wir nicht gesehen? Next Fight, okay, er sterbe ungern, hat doch eine Barrage und die kommt viel besser. Ehrlich, da kannst du mal zwei einsetzen. Nano oben drauf. Noch nicht mal, ich hab mich kurz verguckt, das war nur der Damage Boost. Haben wir den Mirror hier am Start. Man sieht's direkt, liegen mit ihren schnelleren Speed, können sofort reinpushen. Armin, der einzige VP gekommen ist und der Rest des Teams kann ihn absolut nicht supporten. Ja, die Lärm kommt hinterher, aber ab viel zu spät. Wall gesetzt und jetzt ist Predor komplett stark, da kann Fortify schon ausgelaufen sein. Ja, halt, wieso eine Menge an Headshots durch auf der Nail. Erstmal hier einfach muss ich ein bisschen abschaffen, um Hygon zu wechseln, denn den ersten Hygon sehr schnell weg. Natürlich, Hygon ist mal ganz nett. Der Ward ist wichtiger. Oh, die Ward ist richtig schön. Schön, davon oben rausziehen. Im Lärm, aber willst du nicht absolut zurück? Das kann man zerstören. Lysorex wird den Schaden hier setzen. Kein Problem für ihn, die restlichen Kills zu machen mit Predo zusammen. Ja, ich glaube, es wird sehr darauf ankommen, ob man hier early einen Pick bekommt. Man wird sich sicherlich einen Plan zusammen machen, allerdings. Wir sehen beide Soldier Ults öffnen das Ganze hier. Wir sehen die, also man möchte hier doch keinen Plan zusammen, man möchte einfach engagen. Jetzt die Möglichkeit hier im Line er umgehen hat natürlich eine Menge an Platz hier. Wird gefangen, ganz von Chirok. Allerdings bereits zwei Picks übel. Oh! Das heißt, das Ganze hier erstmal. Also kommen wir mal da vorne, können die Ulti irgendwie ein bisschen ja stallen. Vorne sieht nicht mit dem Impact groß, doch. Ungern down. Das ist das Opening, was sie brauchen. Man schmeißt ja alles rein, um auch irgendwie was zu realisieren. Predobar. Und nicht mal mit der Ult Annihilation und der Punch, einfach nur die Pummels machen das hier. Und du siehst das schon, das nächste Target hat man gesehen. Uisui, das wirst du nicht groß überleben. Ja, die Wall ist ganz nett. Oh, doch verloren. Ja, auf Ton oben drauf. Ist es egal für Predo. Den Kill bekommt er trotzdem. Das ist das Ding nämlich hier. Berlin rennt dann doch nochmal wieder drüber. Frankfurt ganz kurz Licht gesehen und sofort hat es Berlin ausgeknipst. Machen das 3:0. Mit dem EMP, so wichtig wäre es gewesen. Viert muss man das hier irgendwie noch rumdrehen. Schneller Luna, aber ein Stückchen weit gepusht, kann da von dem Zuso wieder im Leben gehalten werden. Soll das Ganze ein Stück weit bestätigen. Trotzdem, Prelor, das Stückchen zu tief drehen, wird rauskommen. Sleeper, die hat das erste gefallen. Der Fight kann endlich mal ins Rollen kommen. Trotzdem einfach, du kommst die Pixie nicht für Würzburg. Die zwei weit rein pushen und mit dem Setback jetzt einiges Gutes an Möglichkeiten haben. Hinter dem Ding bist du nicht was? Safe. Keiner kann das überleben. Ich weiß nicht, was mit dieser Palme los ist, aber sie ist viel zu dünn. Trotzdem, währenddessen sind es dann mit beiden Supports zusammen, hier den Lucio hier rausholen werden. Kopfzone von Milo, der natürlich dann den Punkt verteidigen wird, viel Schaden anrichtet. Du musst irgendwie draufschicken. Prelor wird sich aufopfern. Er nimmt aber so viel Schaden ein und die Headshots sitzen genauso, wie du es haben möchtest. Nimmt dir einen nach dem anderen raus. Es ist wirklich Desperation Station vor Stuttgart, die noch irgendwie versuchen, hier was zu erreichen. Die kommen aber einfach nicht mehr ran. Nutzen sie auf jeden Fall aus, aber da kann ich schon mal gegensetzen. Die Nate trifft zwar nicht allzu viel, trotzdem willst du hier rein pushen. Na, wo sind die Target Stuttgart? Zieht sich zurück. Warte mal, pass auf, einige zeigen sich dabei ein Stück zu weit aggressiv. Du kannst da nicht schön alles, einiges als Main blocken. Er ist wenigstens mal zu weit drin und dann ist der Luna aber mit der Bombe in der Backline. Wir sehen auf der anderen Seite, weil wieder die Junkets drücken, die es vor allem geht, nicht mehr auf dieser Anna zu kommen. Ja, wollen sie hin? Erstmal aktuell Milo, weil man gepusht und SFX kann natürlich gewinnen und kommt mit dem Schrecken auch noch davon. Er wird überhaupt schon Leben gehalten. Okay, Luna wollte das Ganze chasen, kann das hier nicht. Also, DPS verloren, trotzdem natürlich der Sustain ist immer noch gegeben. Küssi kann hier nochmal davon zusätzlich genutzt und willst engage. Sie wohl die einzige, die davon getroffen wurde. Kann nicht gewinnen werden. Währenddessen ist es Bella Luna, der hier anfängt aufzuräumen. Kann seinen Support aber nicht mehr am Leben halten. Und das ist gerade das Aus für diesen Push. Oh. Western Spy, immer das Target und da kommt er nicht mehr raus. Blizzard ist okay, denn der Luna ist am Start, kann nicht eingefroren werden. Doch, der kommt nicht durch, aber Christy mit den Kills. Eben sind wir unterwegs. Was ist wieder hier mitspielen darf. Push ist rein, geht's rüber, ist gezogen. X-Rays haben den Vorteil auf jeden Fall in ihrer Hand und damit pushen sie jetzt auch durch. War das ein guter Fight? Point Captain wäre auch wichtig am Ende des Tages. Sie lassen noch ein bisschen Zeit. Der Luna ja auch noch wechselt. Wirklich was valuable ist ja auch nicht, außer der Matcher irgendwie. Western Spy fällt low, kann von wenig. Schöner Shot, oh, sofort vorbei. Winnie mit dem Blizzard. Kommt da immer raus, ist da immer noch drin. Oh nein, Küssi gefunden.
alle möglichen sind. Du siehst, dass Lando ist nicht mit dem Team zusammen. Das können sie easy pushen. Milo hat keine Chance, ganz überleben. Auf den Punkt macht man sich bereit. Okay, ein Counterpick ist am Start, aber das reicht einfach nicht. Es ist der Reverse Sweep. Du hast es vorhergesehen.